Herzlich willkommen, liebe Zuseherin, lieber Zuseher. Schön, dass du wieder dabei bist. Auch heute habe ich Elisabeth Magerl zu Gast. Vielleicht kennst du sie schon von einem früheren Gespräch. Und ich freue mich sehr und heiße auch dich. Herzlich willkommen, liebe Elisabeth. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Danke. Danke dir auch für deine Zeit. Ja, Zeit ist das kostbarste Gut in unserer Zeit. Ist schon keine Kleinigkeit. Das heutige Thema ist ein für mich als Ex-Medizinerin besonders spannendes. Für Mediziner ist der Tod ja der Hauptfeind. Und wir sind dazu angetreten, alles zu tun, damit ja niemand sich mit dem Tod anfreundet. Und heute geht es darum, Heilung über den Tod hinaus. Und nachdem ich, bevor ich in die Medizin eingestiegen bin, schon auf einem spirituellen Weg war, wäre das auch damals schon durchaus plausibel für mich gewesen. Aber ja, in den Gesprächen mit Elisabeth ist das noch viel plausibler. Und darum freue ich mich, wenn wir auch dir einige neue Perspektiven eröffnen. Denn wenn wir die Toten heilen, heilen wir zugleich auch uns. Und was immer wir in der Welt heilen, ja, macht die Welt ein bisschen heiler. Liebe Elisabeth, erzähl. Ja, ich bin durch meine Ausbildung bei Dr. Dietrich Klinghardt auf diese Schiene gekommen. Und ich habe festgestellt, oder auch natürlich auch viele Kollegen, dass zum Beispiel so ganz behandlungsresistente Krankheiten, wo auch wirklich teilweise Ärzte verzweifeln, ja, weil nichts hilft, dann plötzlich heilbar werden, wenn man die Ahnen mit einbezieht. Mhm. Oder, also das können verstorbene oder lebende Ahnen sein. Mhm. Und ich meine, es ist ja kein Geheimnis, es ist ja epigenetisch, das ist ja Wissenschaft zum Beispiel, dass wir aus unseren Ahnen bestehen. Ja, wir haben 2 Eltern, 4 Großeltern, 8 Urgroßeltern, 16 Ur-Ur, 32 Ur-Ur-Ur und 64 Vierfach-Urgroßeltern. Es wären also diese biblischen 7 Generationen mit uns zusammen. Mhm. Und so weit kann ja der Einfluss gehen. Dass, ich meine, in der Wissenschaft ist ja auch, sind ja auch Erbkrankheiten bekannt. Mhm. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Und meine Erfahrung ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand, ich sage mal, mit Neurodermitis kommt, mhm, ja, und also erfahrungsgemäß in meiner Praxis, über viele Jahre jetzt inzwischen, habe ich gemerkt, dass Neurodermitis sehr oft mit sehr viel Wut zu tun hat. Mhm. Und ich meine, die Haut ist ein Abwehrorgan, ne? Das ist so, so komm mir nicht so nahe oder bleib mir von der Pelle oder ich muss mich schützen. Ausschlag, sagt man ja. Genau, der Ausschlag. Und ich hatte schon etliche Patienten, die schwere Neurodermitis hatten. Und wir haben dann zum Beispiel sehr oft herausgefunden, dass meinetwegen ganz aggressive Energie da war vom Opa oder vom Papa, die geerbt wurde. Also du musst jetzt nicht zu Hause Sodom und Gomorra stattgefunden haben, aber auch wenn ich unterdrückte Wut habe oder heute war bei mir eine Dame in der Praxis, die ist so ein ganz liebes, braves Lämmchen, hat aber unterdrückte Wut. Und diese unterdrückte Wut führt bei ihr dazu, dass sie ständig im Kopf einen Energiestau hat, weil über die chinesische Medizin, über die Meridiane, ist es so, dass Stress, Hass, Wut, Zorn, alles auf Leber und Galle landet. Und Leber und Galle zum Beispiel können ja Migräne machen. Mhm. Oder Schlaganfälle. Wenn sogenannte Yang-Energie hochschlägt, dann gibt es Schlaganfälle. Mhm. Ja, oder Hirnblutungen und oder Migräne oder Schmerz in der rechten Schulter oder zwischen den Schulterblättern. So, das sind so Galle-Punkte. Mhm. Und bei ihr war es so, dass sie, wie ihr Vater, so ganz lieb war und gemeint hat, sie darf nicht anders sein wie er und hat nie gelernt, sich zu äußern, wenn sie sich ärgert oder wenn sie einen Zorn hat. Das muss man immer schön alles runterschlucken. Ne? So, und was hat sie? Hautausschlag. Ja.
Da haben wir halt begonnen. Dass es sich praktisch, wir arbeiten da mit Glaubenssätzen, also ich erlaube mir, dass ich Wut wahrnehmen darf, dass ich wahrnehmen darf, wenn ich mich ärgere und dann auch aussprechen darf. Mhm. Und frei von dem Gefühl, meinen Vater zu verraten. Ja, in dem Fall lebt der Vater noch. Dann hatte ich auch mit krasser Neurodermitis eine Frau, bei der, die hatte also einen ganz aggressiven Opa. Also der war wirklich so ein totaler Choleriker. Dann der Vater lebt noch, das ist auch der absolute Choleriker. Wenn sie bemühen sich alle, ihre Cholerik so ein bisschen zu dämpfen, aber es kommt halt immer wieder durch. Und die Tochter möchte eben anders sein. Das ist jetzt, wie gesagt, diese andere Person, bei der äußert sich das anders. Die möchte anders sein, aber da kommt es dann durch die Haut raus. Und jedes Mal, wenn wir gearbeitet haben an dem Thema, ich darf anders sein wie der Opa, ich darf anders sein wie der Papa, ja, hat es einen Heilungsschub gegeben. Mhm. Und ist dann aber wieder schlechter geworden. Und dann haben wir festgestellt, dass es auch noch um Hass ging. Dann ging es um den Uropa, der im Zweiten Weltkrieg war. Mhm. Da ging es wirklich um Hass, Wut und Zorn. Dann haben wir da noch gearbeitet. Dann hatte sie durch einen verstorbenen Uropa hatte sie eine Anhaftung und bei der ging es um beide Elternteile. Also das heißt, da waren so Aggressions- und cholerische Themen von beiden Elternseiten, aber die Mutter lebt es nicht, aber der Vater lebt es. Und ich glaube, das waren so circa 10 Behandlungen, da war die Neurodermitis aber weg. Mhm. Ja, so. Und es ist, also gerade mit diesen ganzen Odysseen, die Leute hinter sich haben, nachdem sie Jahre oder jahrzehntelange Krankheiten hatten und niemand etwas findet. Es gibt oft keine Diagnose. Die Ärzte einfach nichts finden. Dann ist es oft so, dass es zum Beispiel Anhaftungen durch Verstorbene sind. Weil ich meine, wenn der Mensch stirbt, verlässt dieses Energiefeld, das uns ja belebt, verlässt den Körper. Das heißt, der Körper stirbt dann, der wird verbrannt oder vermodert irgendwo. Und die Energie lebt auf einer anderen Existenzebene weiter. Und es gibt jetzt Menschen, die sterben zum Beispiel und bekommen es nicht mit, weil sie auf dem OP-Tisch sterben, im Koma, im Schlaf, durch einen Sekundentod. Und diese Verstorbenen, die geistern dann tatsächlich rum, also die wissen nicht wohin. Und dann heften die sich an Verstorbene oder an Personen, von denen sie meinen, schon meistens aus dem Familiensystem, dass ihnen da geholfen werden kann. Mhm. Da hatte ich ganz am Anfang eine Patientin, die hatte 10 Jahre Rückenschmerzen, ganz gravierend, also ist dann auch zu einer Therapeutentouristin geworden. Schulmedizinisch, naturheilkundlich, es hat nichts geholfen. Dann saß sie bei mir, sie ist empfohlen worden von jemand anderem. Und dann habe ich sie einfach nur die Frage gefragt, was war vor 10 Jahren? Und dann sagt sie, ja, da ist die Mama gestorben. Und die Mutter ist beim Wäscheaufhängen gestorben draußen an der Wäschespinne. Ja, es war ein schöner, war im Juni und hatte eine Hirnblutung und war sofort tot. Also die hat wirklich, die Mutter hat einfach umgehauen und dann war es vorbei. Und die war erst 61 und die hat sich dann, und die Mutter hatte ihr Leben lang Rückenschmerzen. Und dann hatte sich, weil sie war sehr eng mit der Tochter, hatte sich an die Tochter geheftet. Mhm. Und dann, ich habe schon gemerkt, dass diese Patientin zumacht, so was die Magal da erzählt, aber es war mir dann jetzt in dem Fall egal. Ich habe der Mutter, der verstorbenen Mutter erklärt, weil die nehmen uns ja über die Schwingung, über die Sprache irgendwie wahr. Mhm. Ich habe ihr das aktuelle Datum erklärt, habe ihr erklärt, dass sie vor 10 Jahren beim Wäscheaufhängen verstorben ist, dass sie jetzt bei der Tochter ist und dass das so nicht in Ordnung ist, weil sie der Tochter eben Schwierigkeiten macht und zwar sehr große Schmerzen auch. Und es sei ihr vergeben, weil sie es nicht wusste, dass sie tot ist. Aber sie hat sich halt gewundert, dass sie keiner mehr hört und sieht, ne? Vermutlich. Dann habe ich die Mutter mit der Mutter eine sogenannte Phantombehandlung gemacht. Das heißt, es gibt also mehrere Möglichkeiten, machen auch inzwischen zum Beispiel viele Ärzte. Man stellt so einen sogenannten Signalverstärker hin. Das ist also so ein Plexiglasquader. Da kann man dann einen Liter Wasser draufstellen
Zum Beispiel, und alles, was erklärt wird, wird praktisch gespeichert. Mhm. Ja. Wir wissen ja auch von Dr. Masaru Emoto, dass Wasser Informationen speichert, ist ja schon bekannt. Und man kann dann auf diesen Quader, den legt man auf den Patienten drauf, zum Beispiel auch Heilmittel drauflegen. Die liegen dann praktisch auf diesem Plexiglas-Quader, aber nicht direkt auf dem Patienten. Und damit wird das Energiefeld von dem Patienten behandelt, auf dem auch der, an dem der Verstorbene heftet. Mhm. Und in dem Fall hatte diese Mutter eine Schmerzbehandlung gebraucht. Ja, die hatte noch rasende Phantomschmerzen im Kopf scheinbar und im Rücken. Weil wir wissen ja zum Beispiel, wenn jemand einen amputierten Fuß hat, dann haben wir ja schon gehört, dann jammern solche Leute oft, dass die Zehen wehtun. Mhm. Und das ist auch ein Phantomschmerz, weil das Energiefeld von dem Fuß ja noch da ist. Mhm. Deswegen, so erklärt sich der Phantomschmerz, weil das Energiefeld noch da ist. Und bei der Frau war es dann so, dass die ging dann und ich habe dann ein Jahr nichts mehr gehört. Ich habe nicht gehört, ob es geholfen hat oder nicht. Und ein Jahr später eben bekomme ich einen handschriftlichen DIN A4-Brief, in dem sie sich bedankt. Es hätte also noch 14 Tage gedauert, dann hätte sich aller Schmerz aufgelöst bei ihr. Aber sie kommt nicht mehr, weil ihr das Ganze zu spooky war. Herrlich, ja. Naja. Aber der Schmerz war weg. Mhm. So, das war. Ja, also du, wer hilft, hat recht, ja? Ja. Also, ich meine, aber das ist ja auch wiederholbar. Es ist ja nicht so, dass das einmal nur stattgefunden hat und ein Zufall wäre, sondern das habe ich ja schon, das ist reproduzierbar. Ich habe das ja schon so oft erlebt. Mhm. Und wenn jetzt jemand so schnell stirbt oder im Schlaf, ich meine, stell dir mal vor, du gehst ins Bett und dann nimmst du vor, naja, morgen werde ich das und das machen, ja? Und du wachst einfach nicht mehr auf. Mhm. Du wachst einfach nicht mehr auf. Und diese Verstorbenen, die geistern dann auch ewig rum, weil die sind in so einem Zwischenbereich und wissen nicht, was los ist. Und dann zieht es die auch irgendwo dahin, wo sie Hilfe irgendwie meinen zu bekommen. Mhm. Oder das ist vielleicht auch nur intuitiv, ne? ohne zu denken oder ohne irgendwie eine Wahrnehmung zu haben. Wir wissen ja nicht, wie es auf der anderen Seite ausschaut. Ne? Dieses Totenreich, was die Inder als Bardo bezeichnen, dieser Bardo-Raum, das ist praktisch scheinbar die nächste Dimension zu unserer sichtbaren materiellen Welt. Und das heißt also, du heilst die Verstorbenen, die an den Lebenden anhaften. Über die Lebenden, genau. Über die Lebenden. Mhm. Kannst du auch praktisch einen... Also, das sind immer Verstorbene, die anhaften. Oder kannst du auch einen Verstorbenen heilen, der... Ich habe sowas schon mal erlebt, auch mit einem komatösen Patienten, weil die sind ja scheinbar so halb im Körper drin und halb draußen. Mhm. Ja. Mhm. Das haben wir schon auch gemacht, ja. Mhm. Komatöse Patienten behandelt. Also auch über den Verwandten oder die Verwandte. Mhm. Genau. Mhm. Wenn der Patient damit zu tun hatte. Mhm. Es kann ja oft, ist ja der Vater oder die Mutter oder ein Kind oder Oma oder der Ehemann oder jemand Verwandter halt. Ne? Mhm. Und wenn ich mich recht erinnere, fragst du immer, ob die einverstanden sind. Ja, klar. Genau. Mhm. Also da kann man nicht herumfuschen, sondern das ist offensichtlich, führen die ja auch ihre Träger oder was man das nennt, zu dir. Vielleicht gibt es da eine Verbindung, weil die Heilung über dich erfahren wollen. Kann das absolut, weil ich denke, meine geistigen Pappenheimer, die wissen in der geistigen Welt, die wissen schon, wie ich arbeite, weil auf der geistigen Ebene sind wir alle ein kollektives Wesen. Mhm. Ja, und das ist sicher bekannt, weil es manchmal lustig ist, auf welchen Wegen Patienten zu mir kommen, weil ich mache ja keine Werbung in dem Sinn. Ich habe ja nur meine Webseite und sonst habe ich noch nie Werbung gemacht, nirgends. Es geht nur um Mundpropaganda. Das wird sich jetzt ändern. Ja, ja. Die Leute finden ja zu mir, es gibt auch Leute, die finden mich dann, nein, das stimmt nicht ganz, bei therapeuten.de stehe ich noch. Mhm. Ja, genau. Aber die sind dann angetriggert durch das, was sie lesen. Und kommen dann zu mir mit so Aussagen, seit die Mama gestorben ist, habe ich das Gefühl, die ist um mich rum. Mhm. Oder seit der Opa gestorben ist, oder seit der Papa gestorben ist, oder seit mein Mann gestorben ist, habe ich das Gefühl, der ist um mich rum. Mhm. Und die fühlen sich beobachtet zum Teil. Mhm. Ja.
Und das sind Leute mit einem ganz gesunden Menschenverstand. Also die haben jetzt nicht irgendeine Macke, sondern die haben wirklich ein feines Empfinden. Mhm. Und kurioserweise dieses Phänomen, sich beobachtet zu fühlen oder das Gefühl, dass jemand Verstorbener da ist, anwesend ist, manchmal sogar in Form von Gerüchen, habe ich selbst schon mehrfach erlebt, dass Verstorbene riechen. Ja? Habe ich auch erlebt bei meinem Vater. Genau. Und dass es dann weg ist, dieses Phänomen, wenn diese Verstorbenen verstanden haben, okay, also ja, ich bin tot. Und dann kann man denen helfen, loszulassen. Man kann denen erklären, was passiert ist, ja, welches aktuelle Datum das wir haben. Ich hatte es auch schon mal mit einem alten Römer zu tun, der mit einer Patientin mit mir mitkam. Mhm. Ja, zu mir mitkam. Und ich hatte einen Korbsessel in der Praxis stehen und der hat dann geknarzt, als ob sich jemand draufgesetzt hätte. Und die war in Ostia. Die war in Ostia, das ist diese alte Stadt am Tiber, ne? die Hafenstadt damals, die in der Nähe von Rom. Und sie hat sich da einen alten Römer mitgebracht, warum auch immer. Vielleicht kannten die sich ja aus Vorleben schon, weiß man ja nicht. Ne? Auf alle Fälle wusste der auch nicht, dass er tot ist und hat jetzt da 1000 Jahre rumgeeiert, irgendwo so im Jenseits. Und dann kam sie und dann kam er mit ihr mit. Und der dürfte da irgendwie sehr plötzlich auf dem Schlachtfeld gestorben sein. Also da war irgendein Kampf. Und was also ganz kurios war, ich hatte meinen letzten Ausbildungsblock beim Dr. Klinger. Da ging es eben um Verstorbene, ums Familiensystem und die Psychokinesiologie. Und ich kam da an und habe mich dann abends ins Bett gelegt. Ich habe mich aber schon irgendwie komisch gefühlt und lege mich ins Bett und ich habe mich dann so auf meinen rechten Arm gelegt und links hinter mir war dann das Licht. Ich habe dann das Licht ausgemacht und dann und da hatte ich mit solchen Sachen noch nie etwas zu tun. Ne? Und es hat keine 2 Minuten gedauert, hatte ich das Gefühl, es kommen genau 3 Hände durch das Schlüsselloch und haben mich dann an meinem Arm gepackt, weil die Tür war relativ nah. Und ich bin mit einem Schrei aus dem Bett gesprungen und habe meinen Arm abgewaschen, weil mir so gegraust hat. Und dann habe ich echt fieberhaft überlegt, was mache ich jetzt? Ja. Und habe dann irgendwann mir gedacht, na, beten hilft immer. Und bin dann am nächsten Tag im Frühstücksraum, da waren 80 Leute da. Und von diesen 80 hatten ungefähr 40 solche Phänomene. Ist natürlich klar, wenn so viele potenzielle Leute dabei sind, dass sich dann die geistige Welt da meldet. Und da sind Spiegel von der Wand gefallen, da sind Bilder umgefallen in dieser Nacht. Ja. Und ich habe nur zu meiner Kollegin so, stell dir vor, was mir passiert ist. Ne? Und die, ja, das kannst du ruhig laut sagen, es betrifft ungefähr die Hälfte. Mhm. Fakt ist, dass dann festgestellt wurde, dass auf diesem Gelände, das ist eine Seminaranlage, die heißt ZIST bei Penzberg, bei Weilheim in München, da war ein Schlachtfeld. Da war ein Schlachtfeld tatsächlich, da haben also irgendwie Preußen und Bayern und Tiroler und was weiß ich wer da gekämpft und oder Franzosen. Auf alle Fälle kam dann ein Geistheiler, der hat dann das ganze Wochenende auf diesem Gelände gearbeitet und da war auch Ruhe. Da war es dann vorbei mit diesen Phänomenen. Ja. Naja, aber das Interessante ist ja, ich habe das Gefühl, dass jetzt durch den Ukraine-Krieg auch der Zweite Weltkrieg wieder ein bisschen aktiviert wird. Also natürlich, ich habe so das Gefühl, dass jetzt sich viele melden. Aber auch durch Corona, durch diese ganzen Ängste, kommen einfach diese alten Geschichten an die Oberfläche. Ja. Ja? Und entweder als die Opfer des Zweiten Weltkriegs oder die Täter. Genau. Sag, und also wenn jemand mit Problemen zu dir kommt, dann schaust du, ob da irgendwas ist. Schaust du auch, generell nimmst du das quasi in deine Anamnese auf, dieses Thema, dass da möglicherweise irgendjemand anhaftet, der sich Heilung wünscht? Also ich habe verschiedene Tests, zum Beispiel einfach mal mit der Hand hinterm Ohr und entweder testet man den anderen Arm kinesiologisch und wenn der Arm blockiert, dann weiß ich, aha, da ist was, da haftet wer oder auf der anderen Seite oder in den Chakren, ne, dass man einfach so auf die Chakren geht und die Chakren testet, wenn der Kinesiologietest blockiert, dann kann man auch davon ausgehen, dass was nicht stimmt. Das heißt jetzt noch nicht, dass eine Besetzung da ist, aber wenn ich zum Beispiel jemanden hinter das Ohr gehen lasse und der andere Arm blockiert und ich lasse dann den eigenen Namen sagen, dann reagiert der Arm gar nicht. Dann frage ich, okay, ist kürzlich jemand gestorben? Dann
nur als Beispiel, sagt, ja, die Oma Martha ist vor 2 Jahren gestorben, ne? Dann sage ich, mein Name ist Martha, zack, klatsch, geht der Arm runter. Ja? Und dann frage ich, ob die Oma Martha zum Beispiel weiß, dass sie verstorben ist. Wenn sie sagt nein, oder wenn die Antwort nein ist, dann erkläre ich ihr, was passiert ist. Ich frage dann natürlich auch die Patienten in der Anamnese, was ist mit ihr passiert, wie ist sie gestorben, weißt du irgendwas über die Umstände, ist sie bewusst eingeschlafen oder nicht, war sie im Delirium, war sie dement. Demente sterben auch oft völlig unbewusst. Ja? Mhm. Und dann erkläre ich dieser verstorbenen Person, was genau passiert ist. Mhm. Und das aktuelle Datum und dass sie halt da jetzt einfach, also nett formuliert, dass sie halt da nichts mehr zu suchen hat. Ja, weil ja. Das nicht mehr ihr Platz ist jetzt. Ne? Und, genau. Und bitte sie dann zu gehen und frage, was sie noch braucht. Und unser Thema, Hauptthema ist ja alleingeborener Zwilling. Und da ist ja wahrscheinlich, gibt es sehr oft diese Anhaftungen, oder? Also ich glaube, die bleiben oft gern da. Also klar, weil es oft Verbindungen gibt aus anderen Leben, Schwüre, Eide, Gelöbnisse, Gelübde und so weiter, Versprechen, dass zwei versuchen, miteinander zu inkarnieren, wird natürlich auch begünstigt durch die ganze Östrogenisierung im Wasser, ja, durch die FIMAS, durch Pille und so weiter und so fort. Und also es hat irre zugenommen, dass Zwillingsschwangerschaften, Schwangerschaften als Zwillingsschwangerschaften beginnen. Aber die meisten werden ja nicht ausgetragen. Mhm. Ja, und ich sage mal, 99% der verstorbenen Zwillinge wissen, dass sie verstorben sind, dass sie gar keinen eigenen Körper haben. Aber es gibt auch 1%, die halten sich, die wissen es nicht. Mhm. Die kleben so an dem lebenden Zwilling und haben sich so identifiziert, dass sie ihr eigenes Selbst nicht wahrnehmen können. Das muss man denen dann wirklich erklären. Und es gibt dann auch zum Beispiel, es gibt aus der Naturheilkunde, gerade aus der Spagyrik zum Beispiel, Medikamente, um das eigene Selbst zu stärken. Mhm. Oder um Phantomschmerz zu behandeln. Oder zum Beispiel Knoblauch. Knoblauch, spagyrisch verarbeitet, das ist ein Mittel, um Phantomschmerzen zu behandeln. Mhm. Also wenn jemand so einen amputierten Fuß hat, dann kann man zu dem sagen, du kauf dir mal diese Knoblauchessenz, ja, und reib dir deinen Stumpf ein, zum Beispiel. Mhm. Spannend. Sag, aber wie ist es dann mit Teratomen, also mit eingewachsenen Zwillingen? Also die haften ja dann wahrscheinlich immer. Oder kann sein, also ich kann mir vorstellen, die sind immer irgendwo in der Nähe. Naja, ich sage mal so, meistens werden sie ja gefunden, weil die Leute dann irgendwann irgendwelche Geschwüre haben oder irgendwelche Zysten und die dann rausoperiert werden. Aus den unmöglichsten Körperstellen zum Teil. Ja, schon, aber das ist jetzt das materielle Substrat. Ja. Aber die Seele? Ja, ich habe also einige Patienten, die zu mir sagen, naja, also der Zwilling, der kann nicht mehr da sein, der ist rausoperiert. Da sage ich schon recht, sag mir deinen eigenen Namen. Und dann wissen sie, also bewusst weiß ich natürlich immer meinen eigenen Namen, aber wenn man es Unterbewusstsein abfragt mit Kinesiologie oder mit dem Tensor, dann weiß ich es den Namen nicht. Dann sage ich so, jetzt gibst du deinem Zwilling meinen Namen. Ja. Man kann ja nur fragen, hätte es Sohn oder Tochter werden wollen, ja, also Männlein, Weiblein. Und dann, sag mal, wenn es jetzt eine Zwillingsschwester hätte werden sollen, dann gibt man ihren Namen. Und dann sagt man, okay, sag mal, mein Name ist, was weiß ich, Angelika. Und dann klappt der Arm plötzlich runter. Mhm. Ja, und beim eigenen Namen klappt er nicht runter. Mhm. Und das heißt, das lebende Geschwister identifiziert sich mit dem scheinbar Verlorenen, ist das richtig? Genau. Mhm. Genau. Und bei diesen Patienten sind auch sehr viele dabei, die schon mal die Nabelschnur um den Hals hatten und gar nicht geboren werden wollten. Oder unglaubliche Schreikinder sind monatelang, weil sie embryonal schon traumatisiert sind durch den Tod neben sich vom Zwilling. Mhm. Ja. Und oder sie sind so ganz kamikaze-mäßig drauf und machen echt gefährliche Sportarten, weil so eine gewisse Todessehnsucht da ist. Mhm. Ja. Genau. Daher ja auch die Depressionen. Ne? Ja, genau. Ja, ja, spannend. Ich wollte mir noch, wenn ich darf, ganz kurz drauf einsteigen, wie man feststellen kann, ob jemand Verstorbener an einem haftet. Und zwar, entweder ich habe plötzlich irgendwelche heftigen Emotionen und habe keine Erklärung dafür. Mhm. Oder ich habe Müdigkeitsattacken, von denen ich überhaupt nicht weiß, wo die herkommen. Mhm. Weil die ja Energie ziehen, ne?
Oder ich fange plötzlich so Sachen an, ich sage irgendwas und denke mir, hä, das bin ich gar nicht, so sage ich gar nicht, das ist untypisch für mich, ja. Solche Aussagen oder ich verstehe mich selbst nicht mehr oder ich renne irgendwo so gegen eine Glocke, eine Glasglocke oder irgendwas. Oder manche sagen auch, ich habe so das Gefühl, ich bin so in Watte gepackt, ja, und es ist alles irgendwie so, als ob man in so einem Hologramm leben würde. So auf dem Holodeck laut Raumschiff Enterprise, ne? Und so irgendwie so durch die Gegend rennt und sich denkt, ja, also irgendwie ist das, die ganze Welt ist irgendwie nicht real. Dass man das Gefühl hat, man ist so im Zwischenbereich. Und dieses Gefühl, zum Beispiel in so einem Zwischenbereich zu sein, das ist oft ganz typisch für Verstorbene, weil die orientierungslos sind, offen gar nicht wissen, wo sie hin sollen, können oder ja. Und wenn man denen dann erklärt, was passiert ist, dann hören diese Symptome auch auf. Also es hilft allein oft schon das Erklären, aber du hast ja gesagt, eben mit diesen zum Beispiel spagyrischen Mitteln oder irgendwas, und man kann durchaus auch, wenn da irgend zum Beispiel Schmerzen, die Phantomschmerzen von dieser Frau, also man kann durchaus auch, wenn da noch irgendwas offen ist, auch da heilerisch wirken. Tolle Man Geschichte. kann sogar einfach mal hergehen und wenn man meinetwegen den Vortrag jetzt, wenn jetzt jemand den Vortrag gehört hat und denkt sich, ah, ich habe immer wieder Schmerzattacken, ja, für die keiner ein Argument findet, da keine Diagnose gestellt wird, dann würde ich empfehlen, zum Beispiel einfach mal, um das zu checken, ob das vielleicht jemand Verstorbener sein könnte, würde ich einen Zettel schreiben, den eigenen Namen draufschreiben und da meine Schmerztablette drauflegen. Nur drauflegen. Oder Schmerztablette meinetwegen in einem Glas Wasser auflösen und dann das Glas Wasser auf den Zettel stellen, als Übertragungsmedium. Wenn der Schmerz relativ schnell weggeht, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass es nicht der eigene ist. Ah, das ist spannend. Das ist spannend. Es wäre so eine Möglichkeit, das irgendwie so rauszufinden. Aber der kommt dann wieder oder bleibt der dann weg? Es kann sein, dass der Verstorbene wegbleibt, weil es ihm nur um die Behandlung von den Schmerzen ging. Oft ist es aber so, Aha. dass diese tote und diese lebende Person noch etwas verbindet oder Genau. aufmerksam machen will oder sogar noch was sagen will. Also auch das gibt es ja. Ich hatte heute auch lustigerweise eine Patientin bei mir, deren Mann hat sich vor 6 Jahren umgebracht. Und vor 2 Jahren haben wir mit der Behandlung begonnen und da war natürlich viel zu tun, weil die Kinder haben ihn gefunden, hängend am Balkon. Also es war natürlich ein Extremschock für die ganze Familie, mit viel Psychotherapie, mit viel auch, ich sage mal, Reinigen von diesem Ort. Das kann man ja dann zum Beispiel über den Hausplan machen, dass man diesen Tatort, sage ich jetzt mal, reinigt energetisch. Und der Verstorbene hatte nicht nur Schuldgefühle, sondern auch noch ziemliche Depressionen. Und dem ist im Laufe der Zeit erst bewusst geworden, was er seiner Familie überhaupt damit angetan hat, dass er nicht in den Wald gegangen ist, sondern sich da direkt auf der Terrasse aufgehängt hat. Und das hört sich vielleicht ein bisschen krass an, aber das hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst, jetzt, nach 2 Jahren, weil er eingesehen hat, dass das falsch war. Er hat sich mit seinem kleinen Sohn, auf den war er immer eifersüchtig, weil das also Mama-Kind war, mit dem hat er sich nicht verstanden. Das hat ihn erst re recht depressiv gemacht dann. Und ich meine, der war auch öfter mal in der Psychiatrie, aber es ist halt schwierig gewesen. Und irgendwann hat er dann plötzlich aufgegeben. Und wir haben Schocktherapie gemacht für die Kinder, auch Traumatherapie. Wir haben das energetisch aufgearbeitet. Wir haben das karmisch aufgearbeitet. Aber die Kinder haben sich ja diese Lebenssituation auch ausgesucht, dass ihnen das widerfährt, ne? Wir ziehen uns ja unsere Schicksale an, auch. Wir sind alle keine Opfer, sondern selbst mitverantwortlich. Weil wir haben ja fast alle alte Seelen. Und jetzt in dieser Zeit ist es notwendig eben, dass wir unser Bewusstsein ändern, dass wir die Zusammenhänge verstehen. Und wir sind ja jetzt in der Lage, die Zusammenhänge nicht nur zu verstehen, sondern auch zu therapieren. Ob im Diesseits oder im Jenseits. Und jetzt hat die Frau vor kurzem einen Mann kennengelernt, der kam als Maler zu ihr ins Haus. Und heute hat sich herausgestellt, dass das ihr verstorbener Mann eingefädelt hatte, weil
sein Sohn versteht sich dermaßen gut mit ihm. Der ist ganz glücklich, weil der hat die gleichen Hobbys wie der Sohn, also begonnen beim Fußball und so weiter. Dann Schlagzeuger, beide Sohn, also der Sohn von meiner Patientin und der neue Mann sind beide Schlagzeuger. Und heute habe ich noch erfahren, kurioserweise, ich meine, das findet man ja nicht wirklich nicht an jedem Eck, die Tochter schwärmt immer davon, die ist jetzt glaube ich 13 oder 14, schwärmt immer davon, dass sie gerne eine Reitwanderung machen möchte. Die ist aber jetzt zurzeit noch in Schottland auf Schüleraustausch, also die weiß noch gar nichts von diesem Mann. Und der Mann hat heute zu meiner Patientin gesagt, er hatte bis vor kurzem ein Pferd, aber das ist gestorben und er hätte so gern wieder ein Pferd, weil er so gern Pferde, also Reitwanderungen macht. Ach, ist das eine schöne romantische Geschichte, die gefällt mir. So ein tragischer Beginn und so ein schöner Ausgang. Nein, im Endeffekt, ja. Und die Patientin sagt, sie ist aber jetzt wirklich auch absolut bereit für eine neue Beziehung. Sie hatte sich auch noch schuldig gefühlt ihrem Mann gegenüber, weil sie ihn auch mal in die Psychiatrie gesteckt hat, weil er so ausgerastet ist. Sie hat sich dann bei ihm noch entschuldigt, hat ihn gebeten, das zu verstehen, wie sie ihre Situation damals war und so weiter. Sie hat sich richtig oft auch mit ihm unterhalten, nachdem wir gearbeitet hatten. Und wir haben ihn behandelt. Er hatte auch Schmerzen. Er hatte Nackenschmerzen, kurioserweise. Ne? Was heißt kurioserweise? Er hat sich aufgehängt. Und heute haben wir diesen Ort gereinigt noch. Heute hatte sie den Hausplan dabei und es war für mich so das Gefühl, so und jetzt ist gut. War aber ein Großprojekt. Ja, 2 Jahre jetzt. Ja. Wir haben teils in der Praxis, teils online gearbeitet, weil sie nicht von hier ist. Aber heute war sie mal da und jetzt hat sie mir das heute erzählt. Ja, das ist schön. Das ist ein wunderschöner Abschluss für das Gespräch, ein sehr tröstlicher Abschluss. Und ja, ich danke dir. Es wird nicht unser letztes sein. Wir haben ja noch andere Themen, auf die ich mich auch freue. Magst du irgendwas noch? Gibt es noch irgendeinen wichtigen Gedanken? Ja. Zum Beispiel darauf achten, wenn jemand verstorben ist. Darauf achten, ob es Geräusche gibt, die sonst nicht typisch im Haus sind. Oder Schritte oder Schubläden gehen auf und zu, obwohl gar keiner da ist. Oder es gibt andere Gerüche. Dann unbedingt mit diesen Verstorbenen sprechen. Ihnen erklären, dass sie verstorben sind. Ihnen erklären, was passiert ist. Das aktuelle Datum sagen. Und dann bitten, dass sie loslassen. Wenn es nicht hilft, dann muss man natürlich versuchen, dann am besten Kinesiologen anzurufen, weil die dann nur am ehesten damit arbeiten können. Ja. Wobei, also diese Geruchsgeschichte, das weiß ich aus eigener Erfahrung, das muss keine Anhaftung sein, sondern das kann auch einfach ein Zeichen von drüben sein. Kann auch ein Zeichen sein. Also mein Absolut. Vater war nicht da, der ist abgezischt und das hat er in seinem Buch auch sehr, sehr schön geschrieben. Aber er hat mir einfach Signale gegeben und das war so eine Trostgeschichte, also das war, um mir eine Freude zu machen. Ja? Und ich würde den Leuten wirklich unbedingt ans Herz legen wollen, die das jetzt hören, das Jenseits gehört zum Diesseits. Das bedingt sich, ja. Es gibt zwar einen physischen Tod, also einen materiellen Tod, aber es gibt den Tod an sich nicht, sondern das ist eine Transformation. Ich meine, das lehrt uns ja schon die katholische Kirche, der Buddhismus und so weiter. Und es ist eine Transformation und wir sind auf einer anderen Existenzebene. Es ist auch, wenn ich zum Beispiel, wenn jemand stirbt und ich konnte diese Person nicht mehr sehen, mich nicht mehr verabschieden, dann kann ich das danach immer noch machen. Ich kann jederzeit mit dieser verstorbenen Person Kontakt aufnehmen, mit ihr sprechen. Das heißt, es ist nie für irgendetwas zu spät, vor allem auch nicht für Reue, dass man sich noch entschuldigt oder so, das gilt im Jenseits dann genauso. Und das bringt auch eine irre Erleichterung. Ja. Und es gibt auch nichts, wovon man Angst haben muss. Ich ganz besonders schön den Dialog der Hände finde mit Verstorbenen. Und ja, ja. Das ist etwas, weil da hat man dann auch wirklich was in der Hand. Ja? Weil das Sprechen, das ist dann weg. Aber schriftlich dann was in der Hand zu haben, das tut enorm wohl. Das kostet Tränen. Ist rührend, aber es ist sehr, sehr schön. Sehr befreiend dann. Ja. Ich danke dir. Ja, noch was? Na, ein ganz kurzes Schlusswort oder Satz. Das heißt, je mehr wir unsere Verstorbenen achten und ihnen auch helfen, zum Beispiel indem wir bei uns etwas behandeln, was wir geerbt haben, damit helfen wir den Ahnen, weil die ja in uns weiterleben. Das heißt, Heilung geht rückwärts, aber auch vorwärts, zum Beispiel zu eigenen Kindern. Und es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass es ja
ganz viele dann betrifft, die von unserer eigenen Heilung profitieren. Ja, das ist vor allem für all die wertvoll, die also vor allem immer auf die anderen schauen, die also sich zurücknehmen und die sich's nicht wert sind, da für sich was zu machen. Wenn man sagt, du machst das für dein Kind, also Gott für die Kinder, dann lassen sie sich vielleicht ein bisschen leichter überzeugen. Ich spreche da mal von einem gesunden Egoismus. Ja, ja, natürlich. Aber wie gesagt, also für mich ist das so ein bisschen ein Trick für jene, die halt noch nicht ihren gesunden Egoismus in Besitz genommen haben. Ja. Genau. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir auch. Ja. Und ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Mitschwingen. Und ich hoffe, du hast viel Inspiration mitbekommen. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt manches ein bisschen nachdenkst, reflektierst, aber das ist ganz gut. Ja, lass es zu und öffne vor allem dein Herz für dieses Wissen. Das ist ganz, ganz wichtig. Alles Liebe. Vielen Dank.